Hallo und willkommen zurück zu Sheltered. Ja, wir werden jetzt mal schauen, dass wir diesen Typen umbringen, der sich in der Kirche verschanzt hat. Der uns angedroht hatte, den Shelter anzugreifen. Erstmal werden wir aber die beiden wieder auf Vordermann bringen. Die muss trinken. Und dann kann die erstmal den Hund füttern. Und dann schlafen. Die muss jetzt auch schlafen. Der muss dann noch was essen. Und dann schlafen. So, Richard, wir sind's wieder. Hast du unsere 10 Einheiten Nahrung? Wenn nicht, wäre das wirklich eine Schande. Unfälle passieren einfach. Ablehnen. Ich habe nichts zu euch, ihr macht mir keine Angst. Du musst von mir keine Angst haben, Freund, aber ich mache mir um diesen Schutzraum Sorgen. Blabla. Die ist auch wieder bereit. Dann kann die Händler rufen. Der kann da oben reparieren. Und die muss sich halt noch, ja, einfach heilen, passiv. Nicht schlafen und nochmal reparieren. Und dann könnten wir auch Objekt fertigen. Ein luxuriöses Stockbett bauen. Brauchen dafür Nägel. Die habe ich jetzt nicht. Tja, zwischen Blau und Grün. Der Name Türkis leitet sich vom griechischen Turkoi oder Turkois ab. Was türkisch bedeutet. Dies rührt daher, dass Türkisstein zuerst in der Türkei gekauft wurde. Türkisstein. Gelbe Farbe. Blaue Farbe, wohl beliebteste Farbe in der Werbung. Nicht, dass jemand noch für irgendetwas Werbung machen würde. Ein wenig aufzuhellen. Ja, soll man das hier machen? Machen wir. Fertigen. Gelb. Ah ja. Okay. Dank dieser Dinger hier ist Wasser aber echt kein Problem mehr. Wir können mal wieder hier Zeug verbrennen.
Die ist fertig. Ausbeute einsammeln. Objekte recyceln. So. Recyceln. Wop. Der wird jetzt eine Weile brauchen. Okay, das sind wahrscheinlich nächsten Spielstunden sogar. Okay, also das Bett kann ich jetzt auch nicht bauen. Die Nägel müssten wir kaufen. Na, mal gucken. Ja, komm, dann spielen wir halt Spielzeug. Ich weiß nicht, ob Gelb die beste Wahl war. Das sieht jedenfalls ziemlich scheiße aus. Das sieht vor allen Dingen mehr wie ein Grafikfehler aus. Also da halt, ja. Sieht nicht gut aus, sieht nicht nach Farbe aus, sondern einfach nur nach Software-Einfärbung. Holen wir ab. Abbrechen. Wieso denn das nicht? Der kann eine Dusche brauchen. Jo. Reparieren. Reparieren. Die ist fast wieder voll. Na, das kann er danach erledigen. Ja.
Ja, keine Ahnung, wo man auch diese Pflanzen für das Labor herbekommen soll. Ah, die ist voll. Jawohl, die können wir brauchen. Das auch. Und die nehmen wir auch mal. So. Und der geht dann auch noch schlafen. Schlafen. Der kann was trinken. Reparieren. Okay, so, dann wollen wir mal wieder eine Expedition machen. Und dieses Mal werden wir einfach nur darüber reisen. Na, wobei wir könnten natürlich auch die Sachen hier abklappern. Ja. Ja. Genau, also den Wagen habe ich noch vergessen, das müssten wir noch machen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Hund mitgeschickt habe. Ich hoffe es mal. Ich fürchte, den habe ich nicht mitgeschickt. Ich will einige meiner Sachen verkaufen. Mhm. Jawohl. Dann bauen wir mal neue Gewehrmunition. Ah, doch, der Hund ist, glaube ich, jetzt auch weg. Aha, ein kleiner Bauernhof. Hallo, wer ist da? Hi, das bin dann wohl ich. Jetzt sind nur noch Kämpfer und Tote übrig. Du wusstest also, wohin dies führen würde. Nun ja, du siehst ziemlich gut aus für jemanden, der schon tot ist.
kannst dich mal, als erst musst du mich kriegen. Die muss was essen. Darf weiter Munition bauen. Sehr gut. Rohre. Die konnten wir auch brauchen. Jo. Ja, bauen können wir jetzt hier so erstmal nix ohne Nägel. Wir könnten noch so eine tolle Schutzweste bauen. Was ist das denn? Da meldet sich gerade Chrome mit Windows mit Chrome. Naja, okay. So, dafür brauchen wir noch 15 Steine. Ja. Aufrüsten. Haltbarkeit. Kapazität. Das könnten wir machen. Aha, wir haben die Person gefunden, die für diese Schutzgelderpressung verantwortlich ist. Sie sehen schlagkräftig aus. Sollen wir uns ihnen nähern? Nähern. Kirche. Oha, drei Stück. Na, schau mal einer ein, was wir hier haben. Hast du dich verirrt oder bist du geschäftlich hier? Kämpfen. Ich bin hier, weil ich dich aus dem Weg räumen will. Ich werde nicht zulassen, dass du meiner Familie weiter das Essen wegnimmst. Haha, freut mich, dass es selbst beim Weltuntergang noch immer Komiker gibt. Na los, dann wollen wir mal das richtige Grab aussuchen. Granate! Ah doch, die schießen auch dreimal. Viermal. Ach so, das ist ein Magazin. Alter Falter. Okay, das war so nicht gedacht. Trauma, Trauma. Okay. Stärke-Attribut verloren, ein Schwäche-Attribut erhalten. Ist jetzt an sich auch kein Problem, außer dass ich halt jetzt natürlich die Charaktere verloren habe. Dann. Ja, der baut mal weiter aus. Und die, ja, die geht dann essen. Da müssen wir halt einfach jetzt jemanden anheuern. Rekruten. Der Hund ist wieder zurück. Antworten. Christine. Jawohl. Die ist jetzt erstmal automatisch gesteuert und tut und lässt, was sie will. Ich persönlich war nicht davon überzeugt, Christine bei uns aufzunehmen. Achso, das ist nett und es ist gar kein Eintrag zu dem Tod der Eltern.
bei uns aufzunehmen. Doch ich schätze, manche Leute haben eine Chance verdient. Mehr Leute, die im Schutzraum zupacken, können nur gut sein. Christine scheint sehr positiv zu denken und genau das brauchen wir. Ich glaube, dass es sie Hoffnung gegeben hat, dass es für uns alle noch eine Zuflucht gibt. Das werden wir wohl bald herausfinden. Anscheinend haben wir die richtigen Teile, um ein System zu verbessern. Ja, okay. So, wollt ihr handeln? Jawohl. Ihr könnten wir brauchen. Jo. Ja. Licht. Na, wie wär's, wenn du mal sauber machst oder so? Ach, da sind beide schon gefangen. Na gut, dann muss der danach da oben mal tun. Mhm, Patrick, der ist aber... Naja, doch, passt. Okay. Jerry hat ein Schwächeattribut in ein Stärkeattribut verwandelt. Aha. Jetzt ist er wieder geschickt feige. Die ist wieder unhygienisch. Patrick kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon einmal jemanden begegnet sind, der so ähnlich aussah. Andererseits sehen sich in dieser Gegend alle ziemlich ähnlich. Mir ist aufgefallen, dass Patrick sehr schweigsam ist. Ich frage mich, was diesen Wesenszug ausgelöst hat. Wahrscheinlich einfach nur ein stiller Typ. Ja, eigentlich, wenn alles ideal ist und da jetzt kein Böser bei ist von den beiden, dann... Als wir das letzte Mal vom Erkundungstrupp gehört haben, war er gerade auf Fremde gestoßen. Hoffentlich waren sie nicht feindlich gesinnt. Wir machen uns sehr große Sorgen. Ah ja, okay, die wissen... Na, ein Trauma haben sie direkt bekommen. Michael, wir brauchen eine Zuflucht. Dann nehmen wir die auch noch rein. Jetzt weiß ich nicht, ob das normalerweise für 5 Leute ausreicht. Machen wir das hier mal noch. Michelle scheint gut in unsere Schutzraumgemeinschaft zu passen. Wenn wir überleben wollen, muss jeder seinen Beitrag dazu leisten. Also schauen wir mal, wie es läuft. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Michelle bisher nicht gerade leicht im Leben hatte. Uns zu finden war wahrscheinlich ein Geschenk des Himmels. Ich denke, dass wir sehr gut miteinander auskommen werden. Mhm.
Ich glaube, der Hund ist hungrig. Ach ja, genau, Autoteile verbauen. Die muss auch schlafen. Der hat sich eine Hose gemacht, passt schon. Ach, jetzt ist der aber komplett schmutzig. Duschen, Seife. Dann kümmern wir uns mal um die Autoteile. So, und reparieren können wir wieder. Pum, pum, pum. So, Fahrzeug überprüfen. Naja, ein Anlasser. Ne, reparieren, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, es dauert noch ewig. Schwerer Sandsturm. Mal sauber machen. Trinken. Aber eigentlich, ja, ich werde jetzt mal gucken, was hier noch passiert, ob man die übernehmen. Also wieder, das sollte eigentlich, glaube ich, einfach nach ein paar Tagen sollten wir die übernommen haben. Aber ja, gucken wir mal, dass wir das noch machen. Aber ich glaube, darüber hinaus wäre das einzige verbleibende Ziel ja, diesen Wagen fertig zu bekommen. Und das würde einfach Ewigkeiten brauchen. Ja, und den hier halt den Typen töten. Aber dazu würden wir vermutlich Dazu würden wir vermutlich erstmal die anderen Charaktere ausbauen müssen. Die hat da nichts mehr zu tun. Händler. Ich habe gerade eine Ratte gesehen. Das kann eigentlich nicht sein.
So, dann können wir da wieder Neues bauen. Jawohl. Larry. Die nehmen wir. Wer schreibt denn jetzt überhaupt die Tagebucheinträge? Böd. Ne, die brauchen wir, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Radiergummi könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. So. Bla 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 bla. Reparieren und dann Wasser sammeln. Und das auch. Ja, gut, passt. Mhm, 57 Wasser. Wenn wir jetzt eine Expedition machen wollten. Doch, die könnten wir auch aussuchen. Na, Loyalität, okay. Ah ja, dieser Charakter will nicht mit auf eine Expedition gehen. Eine höhere Loyalitätsstufe wird benötigt. Okay. Da oben hat es wieder Schnaps gemacht. Aha. Und wieder zurück. Ja, wahrscheinlich ein großes Lager, randvoll mit Vorräten. Ich bin mir sicher, dass wir ins Geschäft kommen. Ja. Nehmen wir das. Dark 159. Dann schlafen. Hier schlafen. Objekt fertigen. Dafür fehlen immer noch die Nägel. Wir können halt hier diesen Kram nochmal verbessern.
Schalter und Nagel. Das hier könnten wir machen. Ja, komm, machen wir das. Der ist fertig. Spielzeug. Mhm. Nägel. Rohre. So, was sagt das Ding? Das ist auch noch, haben wir 18 Minuten. Da können wir auch direkt noch reparieren. Das ist ein bisschen kaputt. Was? Ich hätte einfach... Das Bücherregal ist auch schön gefüllt. Der kann noch mal eine Runde sauber machen. Nichts mehr zu tun. Achso, er wartet, bis, ne, bis er nach oben kann. Aufrüsten. Das können wir machen. Ich bin erschöpft. Reparieren. Nicht du. Du. Mhm. Hinzufügen, hinzufügen. Schlafen. Clef, clef. Der Hund ist hungrig. Okay. Müssen wir wieder eine Tour machen. Die hat nichts zu tun. Was sagt das hier? Noch 12. Mhm. Dann machen wir hier noch diese... die Kontaminierungsverbesserung. Nicht, dass das was nutzen würde. Aha. Da kommt anscheinend wer.
Jemand kommt in unsere Richtung. Es ist nur eine. Na gut. Ach, Spielzeug. Die erste Tür ist durch. Und weg. Wenn der fertig ist, kann er die Tür reparieren. Aha. Dann macht die Tür ganz. Haben wir immer noch nicht genug Nägel für? Essen. Richard, wir sind's wieder. So weit unsere 10 Einheiten Nahrung. Ablehnen. Ich habe nichts für euch. Mhm. Wie sieht's aus mit Expeditionplan? Aha. Die sind 3/4 zur nächsten Stufe. Reparieren. Schlafen. Der macht was kaputt. Der nimmt dann auch mal ein. Und Gitter reparieren und die Gitter wieder aufrüsten. Das hat ja jetzt nicht gegriffen.
So. Na, da unten können wir nochmal hin. Noch 4, 7. Dann sollten wir wohl außerdem neue Schutzwesten bauen. Ja, das ist falsch. Das hier hatte ich ja weiter aufgebaut, aufgerüstet. Metall. Ja, Metall noch. Und dann wäre das komplett fertig. Was fehlt hier noch? Rohr. Metall. Ich kann schlafen. Na, wir könnten auch weiter nach Händlern suchen. 15 Fleisch. Nein. Noch 1,22. Jawohl. Dann geben wir da auch wieder ein paar von diesen Dingern hier hin, Tierfett. Okay. Weiter reparieren. Füttern. Fast voll. Oder das ist voll. Der ist noch nicht voll. Vielleicht ist er auch nur auf 99%, weil noch können wir den ja nicht steuern. Loyalität. Ja, aber noch nicht volle Loyalität. Okay, da wird jetzt Trauma angegeben. Ah, jetzt kann man ihn auch losschicken. Okay. Aber dann... Oder muss man das... selber... Okay, Sprechanlage. 5. Rohre. Die können wir auch brauchen.
74, da können wir mal hier eine Pistole oder sowas geben. Oder auch nicht. Ja, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was meine Leute dann brauchen werden, wenn die kämpfen sollen. Die hier sind über. Da. So, wer war das? Christine. Die da. Ah ja, da kann ich jetzt die Automatisierung ausmachen. Ach, das kann ich bei denen auch schon. Okay. Okay. Gut, ja, aber... trainieren. Mehr als da jetzt zu trainieren und sich für den Einsatz fertig zu machen, wäre gleichzeitig können das nicht. Dann bauen wir da auch noch einen hin. Reparieren. So, Christine. Trainieren. Ja, Buch lesen, Buch lesen. So, was hatte da noch gefehlt? Metall. Und das ist aber fertig. Einsammeln. Kommt gerade ein Vieh an. Mhm. Jawohl. Und die kann jetzt da auch trainieren. Jawohl, Metall, Gedöns und dafür bin ich zu müde. Dann werde ich die gleich rüberschicken, aber ich vermute, dass ich die voll ausbauen müsste, um gewinnen zu können, weil die ansonsten der Gegner zuerst dran kommt und die einfach erschießen wird. Der hat ja auch beide direkt angegriffen. Ein Schwäche in ein Stärke-Attribut verwandelt. Dadurch, dass sie was Vergiftetes gegessen hat.
und auf den Boden gekotzt hat. Na gut. Duschen mit Seife und dann kannst du sauber machen. Und du trinkst mal was. Und gehst auf Toilette. Aha. Donald! Nein! Das ist komplett aufgerüstet. Das hier könnte man noch aufrüsten. Oh. Blub, 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 blub. Ich glaube, der Hund ist hungrig. Wo ist denn der überhaupt? Donner. Nein. Da unten ist er. Stärke 11. Der hat geschickt 12. Kann schlafen. Und dann schicken wir die Leute mal. Christine und Michelle. Patrick hat 14 Stärke. Geschick 7, die hat Geschick 11. Mhm. So. Aus hier ja. Ausrüsten. 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 Und... Ah, Rucksack habe ich nicht. Da müssen wir die gerade noch bauen. Mal gucken, ob da zwei dran arbeiten können. Ja. Ja, das werde ich aber jetzt auch noch in diesem Teil machen. Denn so oder so wäre das dann, denke ich, mein letzter Akt hier. Weil das wird hier jetzt eigentlich nur noch immer so weitergehen. Ich sehe jetzt nicht, was ich jetzt hier noch großartig gucken können sollte. Man muss halt einen Wohnwagen fertig machen, dann fährt man woanders hin und fängt wieder von vorne an. Also gesehen habe ich jetzt alles.
würde ich behaupten. Vielleicht nicht alle von diesen Mini-Missionen, aber die sind ja doch verhältnismäßig selten auch. Okay. Planen. Christine, Stärke 11, Geschick 11. Und Michelle hat Geschick 11. Stärke 8. So. Aha. Nummer 1, die Ammo nicht vergessen. Die kriegt ein so ein Gewehr. Ich weiß nicht, wie sich das mit der erforderlichen Stärke genau verhält. Wahrscheinlich braucht man die auch zum Schießen, die erforderliche Stärke. Ja, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig stark, wenn die Leute nicht gescheit schießen können. Vielleicht hätte man noch Granaten bauen sollen. Ach, die kann auch schlafen gehen. Ja. Spielt jetzt ein paar Mal. Regen an der Oberfläche. Ort suchen. Gerade zu müde. Okay, wunderbar. Zack. Was hatten wir? So, ich glaube, das nächste wäre das schon. Nähern. Kämpfen. Ja, okay, so wird das natürlich deutlich einfacher. Angreifen. Ladestreifen. Ach, der greift auch direkt alle möglichen an. Okay. Alter Falter, da muss ja nur einmal einer drankommen und der schießt alle zu Klump. Okay, das ist ein bisschen sehr stark dann. Dann hat derjenige gewonnen, der den ersten Schuss hat.
Okay, aber von der vorherigen Expedition kam da jetzt nichts. Hey, alles klar bei dir? Ich habe was zum Handeln, Essen, was zum Handeln, wenn du Interesse hast. Glaubst du, dass dieser Unsinn jetzt noch wichtig ist? Nein. Ja gut, dann würde ich sagen, habe ich dieses Spiel quasi hier an der, also für dieses Freeplay mehr oder weniger fertig gespielt. Es macht einfach für mich jetzt irgendwo keinen Sinn mehr, da noch weiterzumachen. Einfach nur in der Karte rumzureisen, um mehr vom Gleichen zu sehen, um dann wieder von vorne anfangen zu dürfen. Ich werde beim nächsten Mal dann noch dieses Szenario starten, wo man, glaube ich, 50 Tage überleben muss. Ein bisschen anderes Setup, da hat man, glaube ich, auch keine Expedition. Und ja, dann schauen wir uns beim nächsten Mal also dieses Überlebensszenario an. Bis dann!